Was ist eigentlich Prompt oder Prompting in 45 Sekunden? Genau, ein Prompt lässt sich auch als Anweisung für ein KI-System verstehen. Gerade die chatbasierten Systeme können mit konkreten Fragen oder eben auch Aufgaben konfrontiert werden. Und das bezeichnet man in der Regel als Prompt, oder das Tun wird sozusagen als Prompting bezeichnet. Was ist zum Beispiel Photosynthese? Genau, also das wäre eine Frage, die man so einem System stellen könnte und darauf eine Antwort bekommt. Muss dazu sagen, wahrscheinlichkeitsbasierte Aussagen wären sozusagen das Ergebnis dieser Anfrage. Ist ja jetzt nicht notwendigerweise faktisch korrekt, aber für Studierende kann man das zum Beispiel auch nutzen, um Anregungen zu bekommen, einen Textkorrektur lesen zu lassen oder Ideen zu bekommen, was ein Projekt sein könnte, Zeitmanagement-Anfragen, all das wäre möglich. Super.